die Benennung eines Europakandidaten im Kreis Böblingen. Und das wollen wir jetzt als nächstes tun. Da darf ich einfach um Vorschläge bitten. Herr Schmid, der Vorsitzende des Ortsverbandes Böblingen, schlägt Herrn Harald Dübel vor als Europakandidat. Sie wissen, dass der Europakandidat, weil wir keine Wahlkreise haben des Europarechts, keine rechtliche Bedeutung hat, aber eine politische Bedeutung, weil Sie praktisch nur dann die Chance haben, auf die Landes- und dann auf die Bundesliste zu kommen, wenn Sie vor Ort kandidieren. Deswegen stellen die meisten Kreisverbände in Baden-Württemberg Europakandidaten auf. Und Herr Nübel ist jetzt als einer vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge für diese Position? Das ist nicht der Fall. Dann dürfen wir mit Herrn Nübel bitten, vielleicht ein paar Worte zu seiner Person zu sagen. Ja, das mache ich gerne. Das ist der Wengen von Straußen, das ist ein schlimm, sehr geehrter Zungbaum. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde. Es sind wenige Wochen her, als ich mich für den Europakandidat angesprochen wurde. Manchmal reagiere ich sehr spontan und manchmal, wie in diesem Fall, nicht so spontan. Es kommt eben darauf an, um welche Belange es geht. Der Herr Link hatte gesprochen von einem starken Deutschland, von einem starken Europa. Am Monatsanfang dieses Jahres sprach er von der Vertiefung, Erweiterung, Vereinfachung. Nicht nur er, sondern auch ich, nein, ein Großteil von Ihnen allen, ist sich mit Sicherheit darüber im Klaren, dass es ein langer und ein steiniger Weg für ein funktionierendes Europa sein wird. Ich möchte gerne mal die Zahl 90 in den Raum stellen, die in diesem Monat die Runde gemacht hat. Das waren die Herren Ökonomen Reinhardt und Rockhoff, die in der Wochenzeitschrift Die Zeit berichteten, dass es jahrelang ökonomische Gewissheit war, bei mehr als 90% der Staatsverschuldung die Länder und die Armut abrutschen. Hier merke ich auf, Armut hat doch auch die Bundesregierung davon gesprochen. Armut in Deutschland oder sprechen wir von zwei verschiedenen Arten von Armut? Olli Rehn, es ruft auf seriösen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass wenn die Staatsverschuldung auf über 90% steigt, dies einen negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung hat. Herr Schäuble sagt, dass das Wirtschaftswachstum aber einen bestimmten Verschuldungsgrad durch die öffentliche Verschuldung gedämpft wird. Die Meinung über die Zahl 90 ist sehr kontrovers. Ich bin der Meinung, dass es keine Lösung ist, eine Schuldenkrise durch mehr Schulden zu bekämpfen. Ja, es muss unser Bestreben sein, die Bewältigung der Krise in der EU an die erste Stelle zu setzen. Eine Änderung der europäischen Verträge sollte man anstreben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die meisten unter Ihnen wissen, dass ich im Sozialverband VDK nicht nur hier vor Ort, sondern auch im Kreis vorstehe. Nicht nur aus diesem Grund ist mir wichtig, ein Hauptaugenmerk auf die sozialen Belange der Bevölkerung zu legen. Ich denke mir, dass die Menschen jenseits wirtschaftlichen Wachstums auch einen Blick auf die Lebensqualität und auf den Fortschritt haben muss. Lebensqualität bedeutet nicht nur, wie reich ich bin, sondern wer kümmert sich um mich, wenn ich mal krank bin, wenn ich schwach werde, wenn ich pflegebedürftig bin. Selbstverständlich wollen wir alle alt werden, und das ist ja auch gut so, es kostet aber Geld, sehr viel Geld sogar. Allein in Böblingen werden es nach Schätzungen im Jahr 2035 11.120 Pflegebedürftige geben. Es müssen ca. 145 Millionen für altersgerechte Bebauung investiert werden. Und es müssen laut dem DESL-Institut 9.270 zusätzliche Seniorenwohnungen zu schaffen sein. Wie gesagt, ich habe hier jetzt nur mal den Kreis in Böblingen angesprochen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin genauso wie Sie, Herr Staatsminister Link, der Meinung, dass wir Europa erfolgreich und wirksam machen können. Eine gewisse Behutsamkeit, was die Erweiterung angeht, muss aber vorherrschen. Und es müssen nicht immer
alle Kommissionen am Tisch sitzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.